Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ihr seht's vielleicht schon, wir befinden uns gerade nicht in der neuesten Minecraft-Version, sondern da oben seht ihr's, wir sind gerade in der Minecraft-Beta 1.7.3 und das hat einen Grund. Ich erzähl's euch mal, ich war letztens bei meinen Eltern auf dem Dachboden und da hab ich meinen alten Laptop wiedergefunden. Und ratet mal, was ich darauf gefunden habe. Ich zeig's euch mal. Diese Welt hier, die heißt einfach World 1. Und das, meine lieben Freunde, war meine allererste Minecraft-Survival-Welt. Das war damals 2011, meine ich. 2011, korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, Minecraft, die Minecraft-Beta 1.73, die war 2011, die neueste Version. Und ich würde sagen, ich join einfach mal auf die Welt und ihr seht schon, wie das hier noch alles aussieht. Es gibt noch nicht mal dieses Smooth Lighting nennt sich das, aber jedes Mal, wenn ich in die Video-Settings gehen will, dann stürzt leider mein ganzes Minecraft ab, deswegen kann ich es leider nicht umstellen. Das hier ist auf jeden Fall meine allererste Minecraft-Survival-Welt. Da kommen bei mir die richtigen Nostalgiegefühle hoch, Freunde. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal, schreibt mal in die Kommentare, mit welcher Minecraft-Version ihr angefangen habt. Das interessiert mich mal. Bei mir war es, glaube ich, wirklich sogar die 1.7.3. Mich aber auch, ich weiß es nicht mehr zu 100%. Das ist schon so lange her, Freunde. Auf jeden Fall, das hier war meine erste Welt. Die ist jetzt auch nicht nichts Krasses oder so. Ich weiß doch, hier habe ich immer gefarmt und ich, oh Gott, sowas Peinliches, ne? Als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte von gar nichts, wirklich von absolut gar nichts eine Ahnung. Und da wollte ich sogar Diamanten mit einer Steinspitzhacke abbauen. Das war, wie gesagt, meine allererste Minecraft-Welt. Aber ich würde sagen, für die allererste Minecraft-Welt ist die doch gar nicht mal so schlecht. Oder was meint ihr? Ihr könnt ja auch mal sagen, wie war eure erste Minecraft-Map? Wo hatte ich denn hier? Ach, hier hatte ich ein Crafting-Table. So, dann will ich mir mal ganz kurz irgendwas craften, dass ich ein bisschen was abbauen kann. So, euch ist es vielleicht auch schon aufgefallen, es gibt nicht mal Hungerbalken hier in dem Spiel. Es gibt keine Hungerbalken und man kann auch nicht sprinten. Das hier ist die einzige Geschwindigkeit, mit der man laufen kann. Ey, wer von euch hat noch mit der Minecraft-Version gespielt? Schreibt es mal in die Kommentare. So, dann hatte ich hier, ich weiß gar nicht, was hatte ich hier alles in den Truhen drin. Also eins kann ich euch sagen, Beacons, da gab es damals auf jeden Fall noch nicht. Auch keine Schalker-Boxen. Was haben wir denn hier? Ah, hier in der Kiste sind sogar Sticks. Wisst ihr was? Die nehmen wir auch mal mit. Und dann craften wir uns mal noch ein paar mehr Werkzeuge. Ach, stimmt. Dieser Baum, Freunde. Das ist echt lustig. Ich habe diesen Baum abgebaut. Und ihr wisst ja, dass man jedes einzelne Holzstück entfernen musste, damit diese ganzen Dinger da oben verschwinden. Und ihr seht, wie verwinkelt dieser Baum ist. Und dann habe ich irgendwann, war ich so verzweifelt, dass ich einfach den Baum wieder so hingestellt hatte, weil ich keinen Bock hatte, dass da so viele Dinger in der Luft liegen. Ey, das war noch so eine lustige Zeit. Ich war damals, wie alt war ich damals? 12 war ich damals. 12 war ich damals. Krass, das ist so lange schon her. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie alt ihr wart, als ihr das erste Mal Minecraft gespielt habt. Das interessiert mich. Redstone gab es auf jeden Fall damals auch schon. Warte mal, das muss ich ja mal kurz ausprobieren. War das irgendwie anders damals? Nee, das hat alles schon funktioniert. Krass. Aber wirklich bewundernswert schon fast, dass Minecraft sich so wirklich so eigentlich gar nicht im Aussehen verändert hat. Das ist von 2011 und das sieht einfach noch fast genauso aus, wie das heutzutage noch aussieht, ne? Die Sounds waren damals auch noch ganz anders. Wartet mal, ich muss euch mal ganz kurz was zeigen. Hört mal ganz genau hin, wartet. So hat sich das damals einfach noch angehört, wenn man von einem Berg oder so runtergefallen ist. Und eine Idee habe ich gleich auch noch. Wir müssen, wartet mal, ich habe keine Ahnung, wo ich Eisen und so habe. Wartet mal. Weil gleich wird nämlich Nacht und das, die Zombies und so und die ganzen Monster und so, das war damals alles noch so, so viel anders. Und ich weiß, ich bin immer nach der Schule, bin ich hier dann in die Mine reingegangen und bin erstmal farmen gegangen. Ich habe mir die Welt natürlich schon mal vorher angeguckt, bevor ich das Video gemacht habe. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch das für mich ist, in dieser Map zu spielen. Weil ich habe die so lange nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, man kann hier noch nicht mal sprinten. Und das dauert jetzt so lange, dass wir diesen ollen Gang hier jetzt langlaufen. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist an der Zeit für einen kleinen Zeitraffer, weil das dauert so lange. Hier, schaut euch mal an. Ihr seht das, die Lava sieht auch noch ganz anders aus. Das war noch so eine andere Zeit. Damals
gab es auch noch so wenig Server, das kann ich euch sagen. Das war da noch eine ganz, das war noch eine ganz andere Zeit. Okay, jetzt bin ich ganz bis zum Ende gelaufen, hab nicht meine Spitzhacke. Oh Mann, jetzt muss ich wieder umdrehen. Wartet mal, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit für einen Zeitraffer. Ich muss erstmal die Musik ausmachen, Freunde. So, spielt eigentlich irgendjemand mit der Minecraft-Musik an? Ich mach die immer aus, weiß nicht, ich hab meine Kommentare, ob ihr die auch immer ausmacht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe hier irgendwie was gebaut. Nee, komisch. Hä? Ich weiß, dass ich hier noch irgendwo was gebaut habe. Ich finde das aber nicht wieder. Wartet mal, Freunde. Wartet mal. Wartet mal, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ah, es wird gerade Nacht, Freunde. Ich muss dafür raus, um euch das zu zeigen. Ich werde mir einmal ganz kurz ein Schwert craften, damit wir nicht ganz schutzlos sind. So, weil dann machen wir uns einmal ein Schwert. Es ist zwar nur ein Steinschwert, aber das sollte schon reichen, weil ich glaube, das ist gar nicht allzu weit weg. Da unten ist auch noch mal eine Mine und man sieht einfach gar nichts in der Nacht. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz ein, zwei Fackeln mit. So. Dann nehmen wir die auch nochmal mit. Ah, jetzt muss ich da wieder hoch. Wartet. Die Fackel muss ich sehen, weil früher war es noch viel dunkler in Minecraft, als es Nacht wurde. Ihr seht das. Man sieht einfach gefühlt gar nichts. So, dann nehme ich mal die Fackel. Und, ey, da ist ein Schwein. Schwein? Hallo? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Essen. So, dann muss ich mal kurz schauen. Oh Gott, ich habe viel zu wenig Fackeln. Wartet mal kurz, Freunde. Ich muss mir mal ganz kurz ein paar Fackeln holen. Ich habe es euch ja gerade schon erzählt. Früher gab es in Minecraft auch gar keine Sprintenfunktion. Und es gab auch gar keine Hungerbalken. Das Fleisch, was ihr hier seht, das hat einfach die Herzen nur aufgefüllt. Ich habe jetzt leider volles Leben, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Ich klaue mir jetzt einfach mal hier ein paar Fackeln raus. Oder ist hier vielleicht noch... Nee, leider keine Kohle mehr. Okay, dann nehme ich hier noch einfach mal die Fackel hier. Und das jetzt haben wir, glaube ich, genug Fackeln. Da hinten habe ich nämlich noch was gebaut. Wartet, ich glaube, das war... Hier, ja, da seht ihr es. Das ist jetzt auch nichts Krasses. Das ist einfach nur ein Klotz, wie man halt so baut, wenn man das erste Mal Minecraft spielt mit 12 Jahren. Das war damals auch noch eine ganz andere Zeit. Damals gab es so gut wie überhaupt keinen Minecraft-YouTuber, wo man sich irgendwie mal ein Tutorial fürs Bauen oder so hätte angucken können. Damals... Alles aus eigener Kreation quasi, okay. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas drin. Aber das war dann wohl doch nur ein Holzklotz, oh Gott. Okay, ich dachte, ich habe mich an irgendwas Gebautes erinnert. Aber dass das nur so ein Klotz ist, das wusste ich nicht mehr. Eine Sache gibt es noch zu erkunden. Dieser eine andere Minenschacht, wie gesagt, die Map ist auch wirklich nicht, die ist auch wirklich nicht sonderlich groß. Ich habe da vielleicht... 2 Wochen, 3 Wochen oder so. Und dann ist sie auch komplett in Vergessenheit geraten. Wartet mal, wo war das jetzt? War die... Ey, das macht mich so kirre, dass ich nicht sprinten kann. Das dauert alles gefühlt eine Ewigkeit. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter und schauen mal, was ich da so fabriziert habe. Es ist nämlich so lange mittlerweile schon her. Ich kann mich noch so an so Bruchstücke kann ich mich noch erinnern. Aber... An alles kann ich mich definitiv nicht erinnern. Deswegen kann es sein, dass ich hier unten noch irgendwas gemacht habe. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah, okay, wir sind gleich unten. Okay. Jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller, los! Ah, hier sind auch wieder nur Minen. Aber ich frage mich, wo denn meine ganzen Rohstoffe sind. Was ich mache, ich hab doch erzählt, dass ich auf dem Dachgrund von meinen Eltern meinen alten Laptop gefunden habe. Und das hier ist meine allererste... Ich habe mich gerade gewundert, was du aufnimmst nämlich. Ja, das ist meine allererste Minecraft-Map und ich spiele in der... Zeig mal, mach mal Escape nochmal, da steht die... Achso, ich dachte, da unten steht die Version. Nee, da steht die Version nicht. Ich spiele in der Minecraft Beta 173. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe nämlich... Hier, warte. Hör dir mal den Zaun an. Hör dir mal den Zaun an. Du hast nicht mal Hungerbalken. Oh. Ja, hier. Und wenn ich Fleisch esse, dann füllt sich das Hunger wieder auf. Das ist noch so eine andere Zeit gewesen. Was war deine erste Minecraft-Version? Weißt du das noch? Auch eine Beta-Version. Ich glaube. Ich müsste nachschauen. Ich glaube aber die 1.8 Beta 1.8 oder so. Das ist ja eine nach, direkt eine nach meiner gewesen. Das müsste eine danach sein, weil ich kann mich da auch noch ein bisschen dran erinnern. Das war noch so eine andere Zeit.
Zeit, aber du hattest sogar schon Lungenarbeiten. Guck mir mal an. Womit? Ich konnte nicht mal sprinten. Das dauert so lange. Guck dir das mal an. Konnte ich schon sprinten? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ab der 1.8. Ich glaube, ab der 1.8 ging das. Du kannst nicht mal sprinten? Nee, es geht einfach nicht. Also das, ich glaube, ich versuche auch irgendwie meine alte Welt aufzuschreiben. Das finde ich ja richtig cool. Ja. Da sieht man auch mal, was man früher gebaut hat. Ja, wirklich. Guck dir das mal an und warte mal. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, da hinten habe ich noch irgendwas gebaut. Ich wusste aber nicht mehr, was genau, ne? Dann laufe ich da hin und dann ist es einfach nur ein Holzklotz. Ja. Nee, warte, wir müssen einmal rum. Oh, das ist... Oh nein, das mit dem Sprinten. Oh. Ich hab zum Glück, ich konnte schon sprinten. Das so, war mein so, warte. Oh Mann, so, hier. Oh. Das ist einfach alles gewesen. Oh Gott. Oh. Ja, aber mega cool. Ja, finde ich auch, ey. Das war eigentlich schon alles von der Welt. Ich war jetzt das so... Das mach ich auch mal, das finde ich richtig cool. Ja, mach das mal, wenn du die findest. Das wäre ja mal so krass. Such mal, pass auf. Das war's jetzt, glaube ich, mit dem Video. Ich glaube, ich finde hier in der Minecraft-Welt von früher finde ich nichts mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne jetzt hier mal einen Daumen nach oben da. Ey, das hat gerade so Nostalgie in mir hervorgerufen. Ihr könnt ja, wie gesagt, auch mal gerne in die Kommentare schreiben, mit welcher Minecraft-Version ihr Minecraft-Zocken angefangen habt. Bei mir war es, wie gesagt, die 173. Das war 2011. Das ist so lange schon her. Das war heute echt mal ein etwas anderes Video, aber ich dachte mir, ich zeige euch die heute einfach mal. Damit ihr seht, dass ich auch schon echt lange mit dabei bin. Das war's dann jetzt heute auf jeden Fall mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss.